Eigentlich haben Kanzler Sebastian Kurz und noch Gesundheitsminister Rudolf Anschober die Landeschefs erst für Freitag zum Gipfel eingeladen. Angesichts der ernsten Lage auf den Wiener Intensivstationen ist das Wiens Bürgermeister Michael Ludwig allerdings zu spät. Ludwig hat bereits am Montag nach einem Gipfel mit Ärzten eine Lockdown-Verlängerung bis zum 2. Mai angekündigt. Kurz darauf schließt auch Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner diesen Lockdown-Verlängerungen an. Nur Burgenlands Hans-Peter Doskozil überlegt noch. Der Kanzler wird damit vor vollendete Tatsachen gestellt, nachdem er allerdings eine Regionalisierung forciert hat. Am Donnerstag wird dafür die Öffnungsgruppen von Kurz und Vizekanzler Werner Kogler erstmals ihre Arbeit aufnehmen. Auch hier könnte eine starke Regionalisierung rauskommen. Am Freitag wird dann der Lockdown-Gipfel als Proforma-Event über die Bühne gehen. Ob auf die stark steigenden Infektionszahlen in Vorarlberg reagiert wird, bleibt abzuwarten. Gut möglich aber, dass der neue Gesundheitsminister Wolfgang Mückstein ab kommender Woche versuchen wird, wieder zu einem zentralen Pandemiemanagement zurückzukehren. Die Entscheidung von Wien und Niederösterreich begrüßt er ausdrücklich.